Damit seit die Hussen den Zweige genommen habe, zu Leiterin zu einem neuen Part. Super Mario 3D World mit dem Zwergenfürst. Ich würde mal sagen, wir beginnen diesen Part heute hiermit. Mit ein bisschen Glücksspiel. Ja, Roulette. Na komm. Ja, sehr gut. Jetzt können wir es auch knicken. Wenigstens ein bisschen was ein One-Up. Die brauchen wir dringend hier. Eigentlich schon. So, na dann. Das haben wir im letzten Part schon gemacht. Hier auch schon. Ich glaube, da drüben waren wir auch schon. Gibt's hier drüben noch was zu sehen? Ein Pilzhaus. Ab dafür. Weil gleich gehe ich jetzt direkt ins Schloss. Wir sind mal bescheiden. Ja. Und verspielen die Glocke. Ja, sehr schön. So, zurück hier. Dann geht's mit dem Tanuki jetzt ins Schloss der dritten Welt. Hätte man aufpassen müssen, in welche Reihenfolge man das nimmt. Welt 3. Zug. Stumm auf Bowser's Cool Video Express. Ah, okay. Wieder ein Zuglevel. Na dann, schuf, schuf. Los geht's. Wir springen ganz hinten auf. Jetzt müssen wir aufsteigen. Das ist die erste Hürde, die wir erfolgreich bewältigt haben und den ersten Stern schon gesammelt haben. Steigen wir kurz mal wieder ab. Oha. Das nehmen wir natürlich mit. Oh, scheiße. Da war der Bahnsteig zu Ende. So viel zum Aufsteigen. Ich wollte hier mal nur die Raketendings mitnehmen. Das war hier meine Mission. Na komm, Mario. Na komm, Mario. Meine Güte. Ach komm, lass mal stecken. Ich glaube, ich nehme mal die Blume mit, den Tanuki habe ich jetzt erfolgreich verloren. Wie gibt es hier einen neuen? Ah ja, genau. Gibt es direkt einen neuen Tanuki? Trägt hier ein paar Gegner. Ja. Katzenkugelries. One up. Oha, hier ist Stress los. Oha, Riesen Mario. Riesenkugelbilly. Riesen Mario gegen Riesenkugelbilly. Okay. Oha. In die Röhre. Okay, geht's weiter. Also hier gab's bestimmt noch was. Stempel oder so. Achso, hier kamen wir jetzt raus. Sehr schön. Ein Feuerbruder. Das finde ich ja gar nicht Hammer, Bruder. Hier ist der Stempel. Oh ja. Lass mich rein. Verdammt. Haben wir ein Checkpoint? Natürlich nicht, oder? Natürlich nicht. Für ein Schlosslevel. Das wäre zu viel verlangt. Ah, sehr schön. Und ich komme da mal ran. Ein Tanuki. Na komm. Na toll, da haben wir es wieder verloren. Wie gewonnen, so zerronnen. Hier gibt es wieder Stress mit Gumbas und Katzen,
Hear these scrolling levels. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Den habe ich nicht kommen sehen. Ich stelle mich wieder an. Na komm. Oh nein. Kanuki. Ich nehme den nämlich gerne. Oha. Oha. Also aushalten, aushalten, verdammt. Ich könnte alle gegenprallen. Verdammt. Ein neues Item drin. Eventuell. Natürlich nicht. Oha. Dann wird ja alles mir genäht. In die Röhre rein. In die Röhre. Stößt er gegen die Röhre. Puh. Und was ein Stoß. Was gibt's hier weiter? Zeig hier rüber. Den Kollegen hier ausschalten. Sehr schön. Und rein dort. Rein mit dir. Ich denke, haben wir schon geholt. Okay, wen haben wir hier? Bum Bum. Oh nein, Pom Pom. Wenn ich den Namen richtig habe. Schwester. Ohne Item ist das jetzt hier ein bisschen... Ja, komm, ich weiß doch, wer es ist. Ist doch ersichtlich. Wenn die richtige ist. Muss man nur treffen. Das war ja nicht so schwer. Die Penny-Münzen. So, und weiter geht's. Schon das Ende? Sieht so aus. Und wir haben noch einen Stern vergessen. Der war, ich hab's schon so eine Ahnung, wo der war. Können wir gleich nochmal reingehen. Und jetzt erstmal, zack, die Fee befreien. War kein schwerer Gegner hier auf dem Zug. Es war nur Pom Pom. Der Pause wartet und auf uns in der 8. So, Schloss. Abgeschlossen. Wir gehen gleich noch mal rein. Ich hole mir noch einen Stern. Aber erstmal das hier. Erstmal Welt 4 freischalten. Erstmal Welt 3 abschließen. Da wird geläutet. Und eine neue Gasröhre gecraftet. So, rein da. Ich habe schon so eine Vermutung, wo wir da hin müssen. So, hier jetzt nochmal hoch auf den Zug. Der Hogwarts Express. So ein bisschen sieht's aus. Das ist dieser Übergang, das Viadukt, wo man da so lang fährt. Erinnert mich so ein bisschen an eine Szene aus Harry Potter. So, weiter hier. Lass nicht das Kanuki stehlen. Oh nein, lass dir nicht das Kanuki stehlen. War so falsch zu verstehen. Schwer zu verstehen. Uff. Die Kollegen. Ist so hier mal. Erstmal Sicherheit. Oder ach. Da denkt er sich in Sicherheit hier. Auf dem Bowser-Schiff. Das ist ja nicht wahr. Hier rein, hier rein, hier rein. Rein, rein, rein. Das
muss durch da drüben, darüber. Na, wo kriegen wir den? Wahrscheinlich hier. Mir fehlt hier noch ein Stern. Oh, tot. Was ist bei dir los? Ah ja. Letzter Stern. Ich bin Captain Toad. Sehr schön. Oh, hey. Muss ich hier rein? In so einem kleinen Zustand. Ja, auf einem unsichtbaren Block, aber okay. Und warum kriegen wir doch besiegt? Na komm. Für den letzten Stern. Oh, Scheiße. Ja. So viel dazu, Pompon kriegen wir doch besiegt. Zu diesem Thema so viel. Ach, ich bin doch blöd. Bin auch nicht mehr zu retten. Die Items aus dem Toadhaus haben alle wieder verschwendet. Aus dem Pilzhaus. Yay! Das springt an den Abgrund. Ist das denn wahr? Ist das denn die Möglichkeit? Na komm. Hol das Teil. Hol dir das Teil. Na dann halt nicht. Aber das Teil ist du dir. Uff, zu viele Gegner auf einmal. Na komm hier. Mit dem gekonnten Schweifschwung. Kriegen wir das doch hin. Also, na komm, verdammt. Da kann ich mich nicht entscheiden, auf welche Seite ich will. Ja, eine schlimmer als die andere. Und die Röhre. Und zack, rein hier. Stern haben wir uns gesichert. Sehr schön. Und der Hammer. Das ist immerhin gesaved. Den Stempel haben wir schon lange. Oh, Kacke. Hier gibt's noch einen Block. Secret Block. Oh, no. Was tue ich hier? Nur eine Münze. Das glaube ich aber nicht. Der Mist hier nur für eine Münze. Das war's ja wert. Das kann ja nichts werden. Und zack, auf die Rübe. So, Konzentration. Sieh hier. Verdammt. Ich glaube, aus dem Stern wird halt nichts mehr. Wenn wir Game Over gehen, dann lassen wir es bleiben. Dann machen wir in Welt 4 weiter. Noch ein bisschen. Kann nicht sein, dass ich die ganzen Parts daran verschwende. Ja, weg hier. Kanoki. Okay. Was bin ich denn? Was ist denn was? Ja komm, lass mal gut sein. Meine Jump'n'Run Skills. Das ist zu wünschen übrig. Ihr habt's doch gesehen, wo ich ihn geholt habe. Ihr wisst es. So. Na dann weiter mit 4. Lass mal gut sein. Next World. Oha. Oh nein.
Da wartet aber noch was auf uns in Welt 3. Ein Zirkus. Was ist denn das hier für ein Zirkus? Da wird die Röhre verfropft. Oh wei. Von Zischel gewährt eine Audienz. Okay. Afro-Zirkus. Gut, dass da jetzt mit 5 Leben an mir. Und rein in den Ballon. Oder in das Karussell. Es stinkt nach Bosskampf. Es ist ein Bosskampf. Aha, und das ist dieser von und zu, sonst was. Okay. Und wie kriegen wir ihn jetzt? Aha, verstehe. Müssen auf die Teller drauf und nach oben. Ich verstehe. Und zack, ihm auf den Deckel. Genau so. Das zweite oder das dreimal würde ich mal raten. Ihm dreimal auf den Deckel. Das ist nochmal ein Ersatz. Ersatzglocke. Ja. Wieso nicht? Oh wei. Und zack, auf die Rübe. Sehr schön. Die kommt. Ein weiteres Mal noch. Ja. Aber es wird wohl nix. Eine schlechte Konstellation. Oh nein, ich bin getroffen. Ob das geht hier gar nicht mehr durch. Oh, scheiße. Eine Katzenblocke wäre jetzt nice. Nehme ich gerne. Und da komm. Jetzt hier und da hoch und da hoch und. Das war fast. Das hat man fast. Oh, war ja. Mit Katz geht das, glaube ich, auch bald besser. Katzenlocke hier hoch und zack und. Und hier hoch und hoch. Was mache ich denn? Dann komm hier hoch. So wird es doch nie was. Oh ja. Ersatzkatze. Konzentration. Nein. Nein. Ersatzkatze. Und was ein Stress hier. Uha. Und zack. Drauf. Das war eine schwere Geburt. Aber fürs Toll. Natürlich, was sonst. Na komm, wo ist denn den Stern? Und rein dafür. So. Das Feuerwerk im Hintergrund feiert mich. Und ab in die Flagge. So, jetzt haben wir Welt 3 auch wirklich abgeschlossen. Fürs Erste. Ich glaube, ein Level oder zwei schaffen wir noch. Eins. Realistisch gesehen.
schaffen wir es noch in Welt 4 heute. Kommt drauf an, wie gut ich mich anstelle. So, Rainer, eine Wüstenwelt oder was? Eine Kenianwelt. Oha, die Orangene. Die Orangene, ja, das Wort 4 hat mir gerade gefehlt. Aha. Okay. Nichts los hier. Noch nicht. Dann starten wir mal in Welt 4 1. Trabalay im Canyon. Oh wei. Die Ameisen werden hier ausgetrickst. Die Katze doch hervorragend geeignet. In den Canyon hoch zu kraxeln. Oder auch nicht. So, na komm. Bisschen hoch. Das war ja knapp. Da müssen wir hoch. Die tun eigentlich nicht wirklich viel. Die Ameisen. Ist nicht wirklich was Gefährliches. Das ist der erste Stern. Sehr schön. Mal Ausschau halten. Na komm, zack. Die tun einem was. Check the point. Riesenameise. Okay, ich sehe den eventuell dritten Stern. Oder den zweiten Stern. Bin mir nicht ganz sicher. Können wir uns Ameisen noch rein? Gibt es da was zu finden? Natürlich nicht. Okay, wir müssen die Ameisen nutzen, um hier hinzukommen. Oha. Und das jetzt ohne Katze. Oh wei. Das kann ja heiter werden. Sag dich so. So, wie kann man Checkpoints? Neue Katze kriegen wir jetzt hier nicht, oder? Oh wei. Im Gegenteil. Wir müssen springen eben. Oh, verdammt. Stell mich heute auch wieder an. Das passt auf meine Kuhhaut. Keine Katzenhaut passt das. Und keine Katzenblöcke. Na komm. Das macht keine Scheiße. Natürlich mache ich Scheiße. Ich guck mal, ob es hier oben noch was gibt. Natürlich gibt es da nichts. Das kann eigentlich auch Suizid begehen. Ja. Mich das hier nicht. Das ist. Konzentration. Mit der Katze ist das natürlich besser. Wollen wir es erstmal sein lassen oder später nochmal reinkommen? Lass uns gut sein. Erstmal das Ziel, ans Ziel schaffen. Das wäre ja schon mal ein Ding. Das Level abgeschlossen kriegen. Ohne hier drauf zu gehen.
Nein, das wäre doch möglich gewesen, oder? Erzähl mir doch nichts. Ich hätte da hinkommen können. Mit dem Sprung. Mit dem eleganten Sprung. Schon mal ein bisschen üben auf der... Das ist da zu bleiben. Ihr müsst euch denken, ich will euch heute verarschen, oder? Aber das, was soll mir das jetzt bringen? Dass die Ameisen hier ausschalten oder was? Das kann ich hier rüber, ohne Schaden zu nehmen. Ja, dieses Item ist eigentlich auch ein bisschen Bullshit. Jetzt kommen dann die Ameisen entgegen. Was mache ich? Was? Selbst hier mit dem Item. Ich tue Blödsinn machen hier. Die Glocke, die ist jetzt auch. Uff. Ja, der ist jetzt leicht bekommen. Ich kann mal versuchen zurückzulaufen. Mit dem noch den dritten Stern zu und den zweiten Stern zu holen. Das ist natürlich eine Nummer, die jetzt nicht wirklich fair ist, aber. Na gut, das ist jetzt natürlich. Das ist natürlich blöd. Jetzt kommen wir hier nie höher. Und das ist jetzt komplett unmachbar. Das ist jetzt komplett. Das ist komplett Banane. Was soll das denn jetzt klappen? Es geht mit der Glocke sehr gut, aber ja. Aber ja. Ist jetzt hier nicht Let's Play würdig, das kann man doch nicht anbieten. Oh wei. Ein paar Münzen. Unverdient gesagt. Ja, reden kann ich auch nicht mehr. Willkommen zum Mario Let's Play. Ja, komm jetzt hier. Wir können auch mal die Enttäuschung aufsetzen hier. Moment, deine Enttäuschung. Nicht mal die goldene Flagge schafft. Na komm. Wir gehen da nochmal ran. Na komm. Den 69. Stern kriegen wir doch jetzt heute noch hin. So, Kisses. Die Glocke heben wir uns auf. So, hier. Erstmal mit dem Tanuki durch. Oh weia. Da war der Stempel. Und hops. Checkpoint. Blockieren wir uns noch weiter auf. So, vorsichtig. Na komm. Und zack. Ja, so ist es hier natürlich viel einfacher, um Stern zu kommen. Dafür könnt ihr gleich mal die Glocke aktivieren. Nee, dafür nicht. Könnt trotzdem machen. Nicht für die Leistung. Jetzt hier nochmal ins Ziel kommen. Auweia. Was tue ich? Was bin ich tun?
Oh nein, 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 null. Alter, wie weit fehlt. Das Level Up hatte ich nötig. Wir ran ans Ziel hier. Ohne Katze. Trotzdem goldene Flagge geschafft. Puh. Na, können wir doch ein halbwegs zufriedenes Ende hier machen für den Part. Na dann. Hier in Welt 4 geht's dann. 69 Sterne. Das suchen wir heute enden. In Welt 4.2 geht es dann im nächsten Part weiter. Da bin ich nach oben so zig gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin habt ihr noch einen tollen Tag. Haut rein. Ciao.